Die Geschichte des FC Gütersloh, die liest sich wie ein Märchen von Tausend und einem Ball. Der Aufsteiger kurz vorm Durchmarsch in die zweite Liga, im Moment 3 Punkte Vorsprung, der Verfolger aus Wuppertal gestern verloren und den Trainer für die zweite Liga, den hat man mit Hannes Linsen auch schon im Sack. Sebastian Hellmann hat heute aber für uns nochmal den Alltag der Ostwestfalen gegen Saarbrücken verfolgt. Dieser Mann soll erstmal für den Aufstieg sorgen. Volker Graul, wir müssen uns schön blöd anstellen, wenn wir das noch vermasseln, so Graul. Und der soll es dann mit den Profis regeln. Hannes Linsen, die extreme Föhnfrisur aus Köln. Beide haben bei der Fortuna 2 Jahre zusammen gekickt. Gütersloher Kölscher Klüngel. Jetzt hat er ja nicht so das Image eines großen Siegers. Das wissen Sie ja auch. Warum glauben Sie trotzdem, dass es der Richtige ist? Ja, ich glaube, dass der Hannes hat bis jetzt 10 Jahre in Köln gearbeitet und er war immer im Kölner Klüngel mit drin. Und da hat er sich, glaube ich, wohlgefühlt. Für ihn ist das eine neue Herausforderung. Und ich glaube, ich glaube auch, dass es für ihn persönlich eine Möglichkeit ist, auch sich selber mal in einem anderen Umkreis zu finden, seine Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, dass wir ein gutes Team sind und ich glaube, er wird da Erfolg haben. Der Aufstiegsaspirant wieder mit Rekas. Elgut ist weiterhin verletzt in grüner Hoffnung mit hoffnungsvollem Beginn. Volker Nenne, schöner Pass auf Heiko Bonan. Nach 3 Minuten das erste Mal gefährlich. Ungewöhnlich haben die Gütersloher doch zu Hause häufig ein paar Rhythmusstörungen am Anfang. Es folgen 15 Minuten Leerlauf. Gütersloh war spielbestimmt, ohne immer zwingend zu sein. Van der Veen. Christian Meyer. Saarbrückens Trainer Klaus Scheer, ihm wurde das Vertrauen Anfang der Woche ausgesprochen, trotz Erfolglosigkeit. Sowas gibt's tatsächlich. Seine Mannschaft sehr defensiv eingestellt, viele Verletzte, in der Winterpause viele Abgänge, es fehlt die Substanz. Kein Wunder, dass die aus Westfalen das Spiel machten. Heiko Bonan auf Dirk van der Veen. Schnell das Mittelfeld überbrückt, das richtige Mittel, den hätte er besser direkt genommen. Das nächste Beispiel des Gütersloher Kombinationsspiels. Jetzt lief es. Van der Veen auf Brinkmann. In der Mitte Dirk Gellrich völlig frei. Den hätte er besser angenommen. Keine Tore zur Halbzeit und der Schwenk über Saarbrückens Fanblöckchen zeigt uns, viele Formel-1-Fans auch im Saarland. Insgesamt waren es heute 3000 Zuschauer. Nach dem Wechsel nichts Neues. Gütersloh besser die Gäste mit Mauertaktik. Christian Meyer, zunächst Handspiel von Nikolait, Dirk van der Veen, die überfällige Führung nach 49 Spielminuten, der 18. Erfolg von van der Veen in der laufenden Saison. Er macht heute ein starkes Spiel gegen Paulo da Palma. Nach 60 Minuten die 3. Ecke für Saarbrücken, da Palma verlängert, Angelo Donato nach Patzer von Schiedl mit dem Ausgleich, völlig überraschend. Das erste Mal überhaupt gefährlich vor dem Tor der Gastgeber. Chancenauswertung 100%. Volker Graul und Gütersloh fanden kein geeignetes Mittel mehr gegen die Saarländer. Die beste Chance noch kurz vor dem Ende durch Boris Ekmesitz. Das Zuspiel hier von Schoroba. Aber es blieb beim 1:1. Trainerwechsel lösen eben nicht immer alle Probleme auf lange Sicht. Der FCG nutzte seine Chance nicht. Saarbrücken seine einzige. Die übrigen Spiele von heute, Bocholt gegen Ferl 3:2, Erkenschwick-Salmrohr 1:1, Kaiserslauterns Amateure, Paderborn-Neuhaus 1:1, Wattenscheid gegen Bonn 3:0. Gütersloh damit 4 Punkte in Führung, ganz nach vorne kann aber auch noch Rot-Weiß Essen kommen, das noch 2 Spiele weniger hat. Aachen ist auch noch nicht ganz aus dem Rennen und unten gibt es zwar wenig Hoffnung für Bonn, dafür aber für Wattenscheid, wenn denn die Profis